Hi, hier ist Steven Schwandl von Hannover 96. Viel Spaß beim Club der Roten Dichter. So kommt Wehwetter, springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Herzlich willkommen, unsere letzte Sendung Club der Roten Dichter, einmal noch hier aus dem Studio in dieser Saison. Mein Gott, was war das für ein Wochenende, was war das für ein Fußballwochenende, was waren das für Spiele? Und 96 gegen Bayern, wer hätte es gedacht? So ein überzeugendes... Meine Damen und Herren, diese heutige Sendung, ich kann es jetzt schon mal verraten, ist eine Aufzeichnung. Das heißt... Ich weiß in diesem Moment noch gar nicht, wie das Wochenende abgelaufen ist, ob 96 wirklich 12:0 gegen Bayern in München gespielt hat oder ob ganz andere Dinge passiert sind, wer auf, wer abgestiegen ist. Aber ich kann schon mal sagen, Frankfurt, Bremen oder Stuttgart, einen von denen hat es erwischt und der andere muss in die Relegation, aber das wussten Sie ja auch schon alles. Und wir sind einfach der Tatsache nachgegangen, dass an einem Feiertag wie heute nicht so wahnsinnig viele Leute anrufen normalerweise, wenn dann auch noch die Saison quasi, wenn dann auch noch die Saison vorbei ist und eigentlich schon seit langer Zeit alles feststeht und wirklich das Spiel gegen Bayern und überhaupt keine richtige Rolle mehr spielt, wir ihnen auch nicht die Meisterschaft verderben können, dann ist es eigentlich auch nicht mehr so, dass der Redebedarf groß ist, um jetzt nochmal über 96 zu reden. Wir werden ja in der kommenden Saison wieder über 96 reden, wieder über, auch in der zweiten Liga. Wir wollen aber heute ganz rasch, quick, einfach nochmal unsere persönliche Saison Revue passieren lassen, und zwar anhand der musikalischen Beiträge. Das heißt also, Sie müssen jetzt ganz stark sein, wenn Sie die musikalischen Beiträge in der Sendung immer überhaupt nicht gemocht haben, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt abzuschalten, weil in der heutigen Sendung kommen nur musikalische Beiträge. Alle Lieder, wir gehen die ganze Saison nochmal durch, die waren ein bisschen kürzer für uns, weil wir eine sehr, sehr lange Umzugspause gemacht haben. Und man hat auch schon vieles vergessen, damit ich vielleicht noch ein paar Dinge erinnere, die ich ansonsten schon vergessen hätte, freue ich mich sehr, dass mir jetzt zugeschaltet ist am Telefon Mareile Ide. Hallo, grüß dich. Hallo Matthias. Einen schönen guten Abend. Was sagst du zu dem Spiel gegen Bayern? War der Wahnsinn, oder? Das war der absolute Knaller. Ich gehe da einfach mit Bezahlfernseh-Kommentator Thorsten Kunde, mit dem es in den letzten zwei Wochen zweimal gelungen ist, auf den Sieg gegen Bayern München hinzuweisen. Im Vorfeld. Ja. Ja. Also insofern steht ja schon fest. Also, ne? Genau, es steht ja alles schon fest und wir müssen auch nicht wirklich so tun, als hätten wir das Spiel gesehen, weil ich habe es ja gerade schon erklärt, falls Sie jetzt erst einschalten, hallo, wir sind eine Aufzeichnung. Heute wird nicht angerufen, heute wird nur gesungen und Mareile, du warst ja in dieser Saison auch nicht immer in der Sendung, aber bei diesem Lied, bei dem ersten Lied, da warst du tatsächlich zugegen. Das war unsere erste Sendung, die war am 10. August, das war noch nach dem DFB-Pokal. Weißt du noch, wie der Gegner hieß? Ich habe gerade, wo du es jetzt sagst, tatsächlich vergessen. Ich habe mir noch mal den Spielplan aufgerufen. Ach doch, Hessen-Kassel. Ja. Okay. Falls die Regie mir zuhört, hier drin ist der Ton von Mareile unglaublich leise. Es wäre schön, wenn ich den lauter haben könnte. Etwas, damit ich auch ein Wort verstehe. Ich habe gesagt Hessen-Kassel. Hessen-Kassel, genau, ja. Das Spiel, da hat dann der NDR, weiß ich noch, drüber gesagt am Wochenende, am Sonntag, da redet morgen kein Mensch mehr drüber. Da haben wir uns natürlich sehr drüber geärgert, weil wir ja am nächsten Tag drüber geredet haben. Ja. Auf jeden Fall war das auch eine sehr, sehr erinnerungswürdige Sendung, weil es war eine Sendung, in der zwei Tore von Lars Stindl gefallen sind, leider natürlich für Gladbach, die... Ich weiß, ich erinnere mich, wir hatten diese kleine Kiste da stehen, rechts. Ja, genau. Das muss ein DFB-Pokalspiel an einem Montagabend gewesen sein. Montagabend ist ja sowieso der neue Samstagmittag, das ist ja jetzt also... Total. Kennt man jetzt ja. So, wir wollen nicht so lange über jedes Spiel reden, sondern zum Teil auch einfach schnell durchgehen. Wir erinnern uns vielleicht noch, das ist sehr lange her, aber trotzdem unser kleiner Schlager... Wenn ein Traum sich nicht erfüllt, weil die Liga zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Abstiegsweh. Offensichtlich ein Rückblick zur Saison noch davor, wenn ein Mann, so wie Stindl, uns verlässt, weil der Dufner es so bestimmt, wenn er selbst
den Hut dann nimmt, ist doch okay. Ja, da war es offenbar gerade die Zeit, dass Dufner wohl so langsam sich verabschiedet hat. Und dann haben wir gesungen. Denn immer, immer wieder geht die Liga los. Und dann beginnt der ganze Mist von vorn. Dann heißt es wieder grundlos optimistisch sein. Denn wenigstens haben wir noch nicht verloren, noch nicht verloren. Ja, das sollte sich dann als sehr unglücklich prophetisch erweisen, denn kurz danach haben wir ja massiv mit dem Verlieren angefangen, noch nicht im Spiel gleich danach. Meine Damen und Herren, am 15. August ging es dann zur Saisonpremiere nach Hurra, Darmstadt, die neue Spitzenmannschaft der Liga. Die sind drin geblieben, Jungs, die sind drin geblieben. Was ist deine Erinnerung, Amareile, an dieses Spiel? Hat man ja noch Hoffnung. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich bin gerade ganz nostalgisch geworden bei dem Gedanken daran, dass man da noch gar nicht wusste, was für eine Scheiße auf einen zukommt. Also das Spiel gegen Darmstadt, da habe ich hinterher noch gesagt, das ist immer schwer bei einem Aufsteiger, der auch mit so limitierten Mitteln rangeht. Ein 2-2 fand ich da eigentlich ganz okay. Ja, das stimmt. Also ja. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Die ersten, die bei uns angerufen haben, haben schon zu dem Zeitpunkt schon wieder Taifun Korkut vermisst und gesagt, oh, das war irgendwie besser unter dem. Denn da waren wir ja unter Fronzek, der ja schließlich eigentlich ganz gut das mit dem Abstieg hingekriegt hat. Und deswegen hieß es dann ja, der muss weitermachen. Mevlüt Erdinç, kannst du dich an den noch erinnern? Aber selbstverständlich, der hat im Pokalspiel dann grandios einen Elfmeter verschossen. War das im Pokalspiel? Das war, glaube ich, im Pokalspiel, ja. Ach so, jedenfalls der so grandios Elfmeter und Rückpass verwechselt hat, genau. Und dann, aber nee, war das nicht in Darmstadt? In Darmstadt hat er jedenfalls auch nach dem Elfmeter ins Ohr gebrüllt bekommen, wo ich noch gedacht habe, das freut im Stadion ja niemanden, außer wahrscheinlich langfristig Martin Kind. Falls Sie den jetzt nicht verstehen, denken Sie mal drüber nach. Matthias, das sind aber Witze wieder auf intellektuell sehr hohem Niveau. Du weißt, dass man da immer einen gesunden Mittelweg finden muss. Ja. Das stimmt. In diesem Spiel gab es auf jeden Fall noch einen Schlüsselspieler, der mittlerweile, muss man sagen, technisch auf dem Platz Sachen macht. Da schlackert man innerlich mit den Ohren, wenn man innerlich welche hätte. Ist beeindruckt. Die Rede ist von Mikko Albonos. Damals war das so ein bisschen eher so, dass man dachte, was macht denn der? Das sieht alles mal so ungeschickt aus, dem unterlaufen echt immer so viele blöde Fehler. Und mittlerweile zeigt er, wenn er also offensichtlich auch so ein bisschen Selbstvertrauen bekommt, sieht das bei ihm schon ganz anders aus oder kann ganz anders aussehen. Fehler macht er auch ab und an noch, aber in dem Spiel hat er jedenfalls was ganz Schlimmes gemacht. Und naja, wir gucken ja immer so ein bisschen, Sie wissen ja, es ist erstaunlich, wie viele Lieder aus der großen Welt der Popmusik sich um 96 drehen, wenn man sich die Lieder und die Texte mal genau anschaut. Und dieses Lied hat sogar Mikko Albonos selber aufgenommen. Wir haben noch ein Bild vorliegen. Ich weiß nicht, ob man das mal schauen kann. Das hat er damals selber aufgenommen, damals noch unter dem Namen, unter seinem, wie nennt man das hier, nicht Pseudonym, sondern Künstlername, genau. Dr. Alborn. Jetzt fehlt natürlich das Bild. Nein, das ist nicht das Bild, das ist das Bild, genau. Das dahinter ist noch nicht, das kommt gleich, glaube ich, gleich, oder? War das mit Duft mal jetzt auch schon? Nee, das kommt ja jetzt dann gleich erst. Jetzt erstmal, was machst denn du da? Genau, kennen Sie alle, großer Hit damals gewesen. Mareile, hast du auch zugetanzt, glaube ich, ne? Ich glaube, dass das tendenziell etwas vor meiner Zeit war, aber... Das tanzen auch heute noch Leute zu. Ich spiel's einfach mal. Ja, spiel mal. Vielleicht weiß ich's dann. Fußballspielen ist gar nicht schwer. Der Ball, der Fuß, das Tor. Come on, also bitte, come on. Marcel Heller ist zwar schneller, jeder Spieler macht mehr Fehler, aber so ein kapitaler Bock, mein Gott. Was machst du da? Was machst du? Was machst du da, Mikko? Was machst du da? Hast doch einen guten Schuss.
nimm ihn lieber nicht zur Brust. Jeder fragt, was wird denn das? Was macht der Mikko Albanes? Oh Gott. Was machst denn du da? Was machst denn du? Was machst denn du da? Was machst denn du? Was machst denn du da? So, hast du es erkannt, Mareile, ja, ne? Ja, natürlich, das lief in meiner frühkindlichen alternativpädagogischen Tanzgruppe. Sehr schön, ja, genau. Ja, ja. Da habe ich es auch her. Siehst du. Da habe ich es auch her. Genau, das nächste Spiel war dann gegen Leverkusen. Da ging es dann aber endgültig in die Richtung, dass man wusste, das sieht jetzt alles nicht so richtig schön aus. Und zwar, ich muss mal kurz nachfragen, war Dufner da schon weg? Der saß, glaube ich, nur noch im Pokalspiel auf der Bank, weil da die Saison noch, also weil das noch vor dem, der Vertrag, dem nochmal von vorne, weil das vor dem vertragsauflösenden Datum lag, das Spiel. Ja, genau. Deswegen, die Regie hat das eben schon eingespielt, wir zeigen das jetzt mal ganz kurz. Das war dann ja natürlich das, was passiert, weil der Duftmann hat uns verlassen. Wir haben hier, glaube ich, das eben schon kurz gesehen, das Bild. Wir gucken, zeigen es nochmal schnell. Duftmann can never die. Only the actors who play him. Ja, genau. Der Duffmann kann nicht sterben. Der Duffner wird also ersetzt durch einen anderen Schauspieler. Und dieser andere Schauspieler hatte, wie wir dann rausgefunden haben, auch schon einen Werbevertrag früher gehabt. Das war ein junger Mann, der für Nürnberg gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch schon anliegen haben, der nächste Film. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, gleich zwei Sachen hintereinander. Ich gucke mal ganz kurz, weil der Herr... Genau, das war sein Werbespot. Bada kommt ganz groß in Mode. Kam dann zu uns zu 96. Dann kam das Spiel, wie gesagt, 96 Leverkusen. Für die Sendung war das ein ganz besonderer Moment, weil kurzfristig plötzlich niemand der angekündigten Moderatoren Zeit hatte. Und ich, der ich gerade gedacht hatte, ich bin jetzt mal ganz weit weg entflohen und habe damit wenig zu tun. Ich war dann gerade in New York, musste dann spontan die Sendung über Skype moderieren, was aber irgendwie auch funktioniert hat. Besser jedenfalls als das Spiel von 96 gegen Leverkusen. Sehr interessant war, dass Oliver Sorg davon gesprochen hat, in den letzten 30 Minuten hätten sie Powerpressing geboten und insgesamt hätte er guten Fußball gesehen. Das hat uns tatsächlich, um den Namen ausnahmsweise mal wortwitzig zu gebrauchen, Sorgen gemacht. Mareile, hast du das Spiel gesehen damals? Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber mir gerade die Startaufstellung angeguckt. Und wie war die? Naja, also wir sind im Sturm vorne mit Charlie Benchop und Mevlut Erdinç angetreten. Ja. Und auf den Flügeln mit Tripp und Karaman. Ja. Doppelsechs Sané und Schmiedebach. Und hinten durfte Marcelo noch Schulz, Innenverteidigung und rechts Sakai, links Sorg. Also nur der Sturm macht Sorgen. Ja, und wie gesagt, Oliver Sorg machte aber auch Sorgen, wie gesagt, aufgrund seiner Aussage. Denn wenn die Mannschaft in diesem Spiel eins nicht gezeigt hat, dann so etwas, was man als Powerpressing bezeichnen könnte. Deswegen haben wir auch diesen Klassiker logischerweise von den Prinzen genommen, den man kaum umschreiben musste. Du musst was sagen, das gehört zum System. Und ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Ihr macht Geschenke und kriegt selber nichts hin. Und ich denke, dass die Zeit das bringt. Doch da gibt es eine Sache, die finde ich gar nicht schön. Redet ihr zu viel von Dingen, die kein Zuschauer gesehen. Ihr habt kein Pressing geboten, Pressing geboten, kein Pressing geboten, nichts geboten. Das weiß auch der Sorg, der Schulz, der Benchop und der Klaus. Pressing sieht nun echt anders aus. Kein Pressing geboten, Pressing geboten, kein Pressing geboten, nichts geboten. Das weiß auch der Sorg, der Schulz, der Benchop und der Klaus. Pressing sieht nun echt anders aus. Ja. Ja. Das war das Spiel, genau, Leverkusen. Dann ging es gleich weiter, wir machen jetzt flott weiter, wir haben nicht so viel Zeit. 29. August, ebenfalls komplett aus New York übrigens. Das war der Moment, als es hieß, die Mannschaft braucht Zeit. Wir haben noch nicht so viele Spiele. Die Mannschaft ist im Umbruch. Wir wollen auch keine neuen Spieler. Das war der Moment, als feststand, es werden keine neuen Spieler
verpflichtet. Und wir haben uns dann hier gefragt, nimmt 96 überhaupt noch am regulären Bundesligaspielbetrieb teil? Oder was wir da sehen, sind das schon die vertraglich vereinbarten Abschiedsspiele für Michael Fronzek? Sah ein bisschen danach aus, aber Fronzek sah das Ganze eher noch entspannt und gelassen. Wie gesagt, die Mannschaft braucht Zeit, deswegen gab es von uns auch einen großen Hit von Bilderbuch zu dem passenden Thema. Ich habe ihn auch natürlich hier vorliegen, ganz schnell mal. Heute stehen die Uhren auf Strike. Schaut, wie weit runter die Tabelle reicht. Bis Gladbach und Stuttgart, First Class. Immerhin mit uns, runter vom Gas. Ich sage Fronzek, du bringst uns dahin. Bling, bling, bling und sing. Der Dufner ist Ganja. Relax und don't pay the tax. Gib dir mehr Zeit, gib dir mehr Zeit, gib dir mehr Zeit für dich schon. Gib dir mehr Zeit, gib dir mehr Zeit, gib dir mehr Zeit für dich schon. Mehr Zeit, gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit für mich und gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit für mich und andere Vereine haben Stress, ich sage nichts, ich mache less mit Lamborghini und dem richtigen Key, quit living on dreams, mein kleines Genie, ich sage Fronzek, bring uns doch dahin, denn wir sind reif, reif, reif für die Insel, kein Dufner fürs Karma und fertig ist das göttliche Drama, aha, aha. Zeit, gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit für dich. Gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit für mich. Und dann, 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 dann. Ha, Barella, ja, kennst du das Lied? Selbstverständlich. Ne, genau. Und du wusstest damals auch schon, Mensch, alles über 96, warum schreiben alle Popstars jetzt nur noch Lieder über 96? Schon sehr erstaunlich. Das nächste Spiel ging gegen Dortmund. War jetzt nicht so die Überraschung, nachdem wir jetzt schon zweimal verloren hatten, nämlich Leverkusen und Mainz, wie gesagt gerade. Aber ich möchte kurz anmerken, ich habe nämlich gerade noch mal so einmal über die Saisonergebnisse geguckt. Ja. Und da haben wir 2 Tore geschossen. Das ist... mit Blick auf die sonst pro Spiel erzielten Tore für 96 schon ziemlich geil gewesen. Das habe ich nur halb verstanden. Inhaltlich oder akustisch? Beides tatsächlich, weil Akustik bedingt den Inhalt. Also, achso, nein, den Inhalt hätte ich wahrscheinlich verstanden, wenn ich es akustisch... Also ich wiederhole es nochmal für dich. Es ist schon ziemlich erstaunlich. In Dortmund haben wir 2 Tore geschossen. Das ist mit Blick auf die restlichen Saisonergebnisse eine ziemlich gute Ausbeute gewesen. Ja, ja, verdammt. Weil, ich hätte einfach weitermachen können mit dem, was ich hier aufgeschrieben habe, hätte es gewirkt, als hätte ich dir zugehört. Weil genau das haben wir auch rausgefunden. Das war das Spiel, wo wir gesagt haben, eine Menge gute Dinge. Hannover schießt 2 Tore gegen den Tabellenführer. Hannover hat 1 Punkt, immerhin. Mehr als Stindl zu dem Zeitpunkt übrigens. Also Lars Stindl. Ja, ich weiß. Fronzek hat ein glückliches Händchen bei Umstellung. Das war auch das erste Mal, glaube ich. Sobirk hat sein Comeback gefeiert. Und Philippe! Gut, Philippe hat in dem Spiel jetzt nicht so wahnsinnig viel Tolles gemacht, außer, dass er uns großartige Vorlage geliefert hat für ein Lied. Und das Lied habe ich, weil ich mir mal die Mühe machen wollte und weil die Leute immer gedacht haben, Mensch, der sitzt doch da gar nicht in echt in New York. Das sieht man jetzt auch nur so halb. Aber ich habe gedacht, ich gehe mal auf das Dach von dem Haus, wo ich gewohnt habe in New York und habe das Lied da aufgenommen. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal zeigen. Wenn der Philippe nett vom Dach in New York, das müsste es jetzt kommen. Der Sobiek, der Süße, hat ein neues Stromgefühl. Und er schlenkert mit den Füßen, jeder Ball ist jetzt im Ziel. Und jeder Fan beginnt zu sieden, alle Männer drehen sich um. Nur er selbst ist nicht zufrieden, und wissen Sie warum? Na? Wenn der Philippe nett 2 so linke Beine hätt, hätt Arthur viel mehr Freude an der neuen Herrlichkeit. Doch zu
Philippes Zielen gehört wohl auch für Dortmund spielen. Drum gibt es, tut mir leid, keine Punkte weit und breit. Das ist doch ganz verständlich, da trifft er mal endlich und trotzdem nichts gewonnen, das tut einem doch leid. Da der Philippe ja unser Unglücksrabe war, hat Arthur keine Freude an der neuen Treffsicherheit. Und jetzt alle, yeah! Okay, wie wir sehen, ist die Ukulele Gott sei Dank heil geblieben. Ja, das war vom Dach in New York. Philippe hat da leider so ein bisschen unsere Steilvorlage geliefert. Aller bei der Herzen, wie wir ihn auch genannt haben. Dann ging es weiter. Augsburg 96, 20. September, eine 2:0 für Augsburg. Da hatten wir heftiges Verletzungspech. Pripp hat eine Syndesmoseband-Teilruptur, Benchop, ein Muskelfaserriss schon im Training. Und Fronzek war offensichtlich erblindet, denn er hat nach dem Spiel gesagt, er hat ein gutes Spiel gesehen. Wir wissen nicht, was er da gemacht hat. Auch da meinte er noch, man könne immer noch keine Brillanz erwarten. Ich glaube, da war es dann das 1, 2, 3, 4, 5, 5. Spiel ungefähr der normalen Saison. Und wir haben nur gesagt, ja, Fronzeks Lied ist dann offensichtlich auch ein großer Hit gewesen zu der Zeit. The player's gonna play, 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 play. The haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Und die Spieler können spielen, 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 spielen. Die Hasser werden hassen, 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 hassen. Doch ich bleib gelassen, lassen, 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 lassen. Ich schüttel's ab, ich schüttel's ab. War ein relativ kurzes Lied, wie man merkt, aber ist ja auch mal okay. Und dann ging ja eine dunkle Phase los. Dunkel für uns vor allen Dingen, weil der Bildschirm dunkel blieb. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir beim 1:3 gegen Stuttgart noch da waren. Ich glaube nicht. Dann ging es los, Wolfsburg, genau, das war die englische Woche, Wolfsburg 1:1, das war sehr überraschend. Das war der Moment, als wir merkten, verdammt, das bereits angelaufene Trainer-Rauswurf-Programm wurde uns vermasselt durch dieses 1:1. Plötzlich dachte man, vielleicht ist ja Fronzek doch der Richtige. Marella, hast du noch irgendwie an diese Phase eine Erinnerung? Ja, es war die Woche der Hoffnung. Vor allen Dingen hatten wir dann ja am 3. Oktober zum ersten Mal ein völlig unbekanntes Gefühl, nämlich, ich glaube, es nennt sich Heimsieg. Genau, wir haben einigermaßen unverdient gegen Werder Bremen gewonnen. Dann kam die Hand Gottes in Köln. Ja, also unser Gott Leon Andreasen. Ja. Dann kam wahrscheinlich wieder, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war wieder furchtbar ernüchternd, das Spiel gegen Frankfurt. 1:2. Ein absurd unverdienter Auswärtssieg beim HSV, das war die Revanche für den absurd unverdienten Heimsieg in der vergangenen Saison von Hamburg gegen uns. Wann haben wir denn wieder angefangen eigentlich? Ach, das geht doch, wir haben dann erst mit der neuen Runde wieder, dann ging es ja weiter noch, wir haben gegen Hertha verloren zu Hause. Das rauschende 4:0 gegen Ingolstadt wurde ja auch von uns nicht... Das war ja sogar ein Sieg. Ja, und das Spiel, da war ich sogar im Stadion, meine ich, ausnahmsweise. Mhm. Oder? Also da war ich was erstaunt, weil das war, aber ich glaube, das war ein Zusammentreffen unglücklicher Umstände, dass das so gelaufen ist, dass das plötzlich gut aussah. Ja, und danach war ja Schicht im Schacht. Ne? Genau, also Schalke gegen 96 3:1, Hoffenheim 96 1:0, 96 gegen Bayern 0:1. Gut, das war noch fast gut. Und dann ging es am 23.01. wieder los, 96 gegen Darmstadt. Also wir haben einen langen Sprung gemacht, da waren wir hier in diesem Studio. Und hatten auch plötzlich einen neuen Trainer, Thomas Schaaf, die Heilfigur aus, ich glaube, Bremen ursprünglich gekommen. Mittlerweile hat man das Gefühl, er war jahrelang bei uns, hat viele Erfolge hier gefeiert. Und schon nach dem ersten Spiel sah das Schaaf-Gefühl in Hannover dann wahrscheinlich ungefähr so aus, würde ich mal vermuten. Schwarz-grünen Bus auf Reisen haben wir bislang gespielt wie Zombies. Der Blick auf die Tabelle, der macht uns nervös. Und keiner sagt mir, Jungs, ihr packt das. Da sind wir angelangt ganz unten. Wenn die anderen Mannschaften punkten, könnt ihr nicht was ändern.
das muss besser gehen, wenn jetzt nicht wandern. Und wir holen den Mann aus Bremen, und der will bei uns viel bewegen. Ich sagte zu ihm, es hat ausgeträumt sich, denn jetzt bist du bei Hannover 96. Und er sagt, jetzt bin ich angelangt ganz unten, hier hat man Fußball nicht erfunden, aber noch glauben wir an Wunder. Und wenn nicht, dann gehen wir runter. Ja, und so ist es dann ja auch gekommen. Das war also das ganz neue Schafgefühl. 1-2 gegen Darmstadt, auch nicht so richtig super. Ging weiter nach Leverkusen, ein schönes 3-0. Nach dem Spiel hat Marcelo übrigens eine freiwillige Extrarunde eingelegt, bis nach Istanbul, woraufhin wir einen anderen Verteidiger bekommen haben und nur gesagt haben, alter Schwede. 6.2. Ja, wir müssen jetzt schnell machen. 6. Februar 96 gegen Mainz. Das 1-0 von Mainz ging fast ein bisschen unter. Es war so die Karnevalszeit. Und wir haben festgestellt, dass 96 auch begriffen hat, dass junge Talente den Verein Geld bringen. Aber nicht so. Das war dieser grandiose Versuch, mit irgendwelchen illegalen Mitteln von jungen Spielern an Geld zu kommen. Ist mittlerweile Gott sei Dank in Vergessenheit so ein bisschen geraten und wir hoffen, dass die Jungs sich wieder berappeln. Und wir hatten zu dem Thema, wie gesagt, also falls Sie es nie mitbekommen haben, so ein paar Jungs von Hannover, ne, hatten wohl vor, ein Casino auszurauben und haben es der Polizei verraten, weil sie ihren Bus falsch geparkt hatten, so grob gesagt. Ne, Marelle, so war es doch, ne? Ja, das stimmt. Gut, aber ja. Die haben sich ja unterm Strich nicht zu Schulden kommen lassen. Also was? Bis auf das mit den Kennzeichen. Aber ja. Die haben ja keine Spielbank dann überfallen, die Jungs. Ja, das stimmt. Ne? Also ja. wir hoffen mal, dass wir sie vielleicht auch noch mal in völlig legaler Form auf dem Platz sehen. Haben das Thema natürlich auch in unserem Karnevalslied der Sendung untergebracht? Selbstverständlich. Millionen zu 96, Millionen zum HSV. Wir trinken Herrenhäuser und ein paar fahren bald in den Bau. Slomka, Korkut, Fronzek, Kind bei uns war immer geschehen. Doch die erste halbe Stunde von der Sportschau ist doch auch ganz schön. Man merkt, wir stimmen uns langsam ein auf den Niedergang. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva zweite Liga, wir lieben Sandhausen, Karlsruhe, Paderborn. Wir stehen so lange hinten, das fühlt sich an wie vorn. Wir haben keine Klüngel, nur Schatzschneider und Kind. Da muss es doch nicht wundern, dass wir Kleinkaliber sind. Wir sind multi-idiotisch, wir sind multikulturell. Wir sind in jeder Hinsicht aktuell, jetzt auch noch kriminell. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva zweite Liga, wir lieben Sandhausen, Karlsruhe, Paderborn. Wir stehen so lange hinten, doch da unten ist das vorn. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva zweite Liga, wir lieben Kaiserslautern, Heidenheim und Greuther Fürth und verbleiben mit der Hoffnung, dass es doch noch spannend wird. Wurde es nicht so richtig, jedenfalls. Nee. Dann kam das Spiel gegen Dortmund, 13. Februar gegen Dortmund 1-0. Der federführende Spieler von Dortmund saß auf der Tribüne, Aubameyang. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern. Sah ja. Sehr. Du weißt es noch, ne? Mhm. Sah zauberhaft aus. Der hatte so ein ganz geiles Outfit an. Bitte? Der hatte so ein sehr geiles Outfit an, sage ich. Genau. Ja, und jetzt haben wir ein schönes Lied. Also man merkt so langsam, das ist der Sinn dieses Rückblicks, man kriegt so langsam mit, ja, auch wir haben uns immer mehr darauf eingestellt, wird wohl runtergehen in die zweite Liga. Und in diesem Falle mit einem etwas traurigen Lied, das auch noch einen traurigen Anlass hatte, weil ja Anfang des Jahres auch David Bowie verstorben ist. Und deswegen dieser Song von ihm im Originaltext eigentlich mehr oder weniger. Es ist Samstag, Bundesliga-Show, wow, wow. Du hörst das Spiel in deinem Radio. Oh, oh. Ein Angriff läuft, es wird wieder nichts, das weißt du schon.
wann machst du aus, bevor verkündet wird, was in den anderen Stadien noch passiert, weil die Tabelle dich nicht interessiert, jetzt nicht mehr. Es ist klar, dann steigen wir halt ab. Es wäre schön gewesen, hätte es irgendwie geklappt. Es ist klar, dann steigen wir wohl ab. Wir haben es vermasselt und das leider nicht zu knapp. Doch ich sag, lass uns weiter leiden und Interesse zeigen und auf Statistik pfeifen. Ja, da hatten wir immer noch Hoffnung, wie man sieht. Ne? Ja, hattest du da auch noch Hoffnung, Maran, oder hast du dich schon darauf eingestellt, das war's? Es ist ja so gewesen, dass was hinten raus so schlecht auch von den anderen war, dass man ja bis tatsächlich Frankfurt dieses Kacktor geschossen hat da, vor ein paar Wochen. Ja, irgendwie immer man doch nochmal so insgeheim wenigstens gerechnet hat. Ja. Ja, aber wir haben immer weniger damit gerechnet. Eine Woche später hieß es dann schon gegen Augsburg zu Hause 0-1. Da weiß man dann so langsam, was die Uhr geschlagen hat. Deswegen haben wir dann auch schon mal die offizielle Hymne gesungen. Niemals allein, wir gehen schon mal vor. Vielleicht schießen wir mal im Unterhaus ein Tor. Wir danken ab, es ist nicht gut gelaufen. Jetzt müssen wir schon Sonntagmittag saufen. 96, zweite Liga. Endlich wieder Spiele gegen Gelb-Blau. Lass die anderen oben schweben, sogar Hamburg oder Bremen. Wir sind dann mal raus, das wär dann ja, danke, ciao. Lange Zeit haben wir das geahnt. Bei dir haben sie nie so toll vorausgeplant. Wir kommen wieder, ganz egal, ob später oder prompt. Jetzt haben wir erstmal wieder Zeit, wenn die Sportschau kommt. 96, zweite Liga. Montags spielt es sich besser im TV. Lass die anderen weiter raufen. Wir müssen kurz verschnaufen. Hoffentlich auf bald, das wird dann ja, danke, ciao. Mann, da waren wir schon echt fies drauf eingestellt. Ja. Und wir müssen jetzt schnell machen, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben dann eine Woche später ein Lied wieder aufleben lassen, das bisschen Abwehr, weil Christian Schulz, unser Schulz-Lied war das, da noch mal ganz toll Tore gemacht hat gegen Stuttgart. Das war das 1-2 in Stuttgart. Das Lied lassen wir jetzt aber weg. Das war ja schon eine Wiederholung. Dann haben wir kurz mal nicht gesungen. Dann haben wir zu Hause gegen Wolfsburg 0-4 gespielt. Da wollte auch keiner mehr singen. Und dann haben wir gegen Werder gespielt. Ja, am 5. März ein 4-1. In Bremen, das war natürlich auch nicht schön. Ganz kurz, da gab es einen Klassiker von Udo, wo wir gesagt haben, das ist ja immer das Gleiche. Wir waren mal erste Liga, wir waren mal erste Liga, so muss es sein, mit Stolz und Glück im Gesicht. Bis Europa endlos und Braunschweig gab's für uns doch nicht. Unser Team, das war beinahe unschlagbar, ein paar wie Korkut und Fronzek. Und immer nur ganz leicht neben der Spur. Wir waren so richtig Profis für die Ewigkeit, das war doch klar. Haben die Wolken nicht gesehen am Horizont, bis es dunkel war. Und dann war's passiert, hab es nicht kapiert, ging alles viel zu schnell. Doch wer so spielt wie wir, der kann auch mal verlieren, der muss sogar verlieren. Hinter dem Horrorspiel geht's weiter, ein neuer Tag. Hinter dem Horrorspiel immer weiter, wenn keiner längst mehr mag. Wir sind jetzt schon so tief drin, die letzte Steigerung von schlimm. Geht der ganze Scheiß jetzt endlich mal vorbei.
Ja, es sagt auch viele jetzt schon über die Sendung. Wir sind auch gleich fast durch. Genau, jetzt haben wir noch das 0-2 gegen Köln. Zu Hause auch ganz toll. Gegen Frankfurt ein 1-0. Super. Da haben wir gesagt, ganz klar, haben viele Leute zu dem Zeitpunkt gesagt, nach dem Spiel gab es nämlich diese Entscheidung. Thomas war nicht jung, war eher alt. Trotzdem hat man ihn nochmal zum Retter bestellt. Jeder redete auf ihn ein. Mensch, mach doch mal im Sturm was. Doch wenn er was machte, hieß es meist, mein Gott, Thomas. Thomas liebte sein Training, war meist unbeschwert. Und wenn er mal was machte, machte er es meist verkehrt. Beim Start warf er die Hälfte raus, dann die anderen, ja, wer macht denn sowas? Und die Fans sangen wieder einmal nur, mein Gott, Thomas. Thomas hatte es nicht eilig, die Saison war ja noch lang. Und ein verlorenes Spiel war noch kein Weltuntergang. Aber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehen irgendwie doof aus. Wenn die Spieler ihn sahen, meinten sie nur, mein Gott, Thomas. Ja, es reimt sich fast. Thomas wollte nicht aufhören, weiß, er ist nicht das Problem. Aber irgendwann wurde es für alle echt so unangenehm. Sein Chef, der Martin Weiß, der Mirko, der hat einen Schlag bei Omas. Und deshalb sagte er nur noch, mach's gut, Thomas. Ja, das war zu dem Zeitpunkt in die Gefahr. Es hieß, Thomas Schaaf geht weg. Und Mirko Slomka war plötzlich ganz weit vorne. Marelle, hast du gedacht, Mensch, das wäre toll? Oder wie warst du zu dem Thema? Nein, ich hätte das nicht toll gefunden, weil ich ja auch schon mit Mirko schon eine persönliche Begegnung hatte, die eher nicht so erfreulich war. Mhm. Aber ich hätte auch nicht so gerne nochmal das zwar unbestritten großartige, aber doch schon zweimal vorgetragene Mirko Slomka-Lied bei uns in der Sendung gehört. Hm. Das Slomka-Lied? Ja, du hast mit Volker mal ein ganz tolles Lied produziert, Mirko Slomka. Du bist der, ich habe den Text vergessen, aber das wir wollten es fast zeigen, aber dann ist er uns ja doch erspart geblieben im nächsten Spiel schon. Beim nächsten Spiel wurde dann ja die Frage gestellt, was lief da eigentlich zwischen Schaaf und den Spielern, das wollten sie noch klären. Man kann auf jeden Fall im Nachhinein sagen, auf jeden Fall kein Training, was auch immer es war. Schaaf war weg und Stendel war da und das war dann dieser Moment. Für uns alle war das ein Moment, wo wir gesagt haben, ist das noch dieselbe Mannschaft, die ich schon seit vielen Jahren sehe? Ist das noch dasselbe Stadion, das ich im Licht der Sterne glitzern sehe? Ist das wirklich schon Sandhausen? Ich hab's mir gerne mit Sandhausen gemerkt. Oder doch die große, weite Welt? Wo geht's bitte schön nach Paderborn oder doch nach Bielefeld? Eine neue Liga ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Schaaf, Fronzek, Korkut vorbei und vergessen, das zählt nicht mehr. Eine neue Liga ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Mir ist, als ob ich ein Jahr lang abgestiegen wäre. Bald fängt für uns die zweite Liga an. Martin Kind ist sicher schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum ertragen kann. Ja, also, alles hat sich verändert. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, stimmt, war Daniel Stendel noch gar nicht der neue Trainer. Sondern das war dann tatsächlich, das Lied war noch davor. Und dann kam erst das Spiel und dann haben wir gesagt, jetzt ist wirklich alles anders geworden. Marelle, du kennst diesen Klassiker bestimmt auch. Am Tag, bevor du kamst, vom Aber? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ich ging kurz vorher aus dem Haus, genau wie jedes Mal. Das Fahrrad führte mich in einen Fernsehguckersaal. Ich las bestimmt die Aufstellung, das mache ich vorher gern. Und als ich damit fertig war, runzelte ich die Stirn. Ich schaute auf den Bildschirm, wie viel Hoffnung uns noch blieb. Und traute meinen Augen kaum, schon wieder Edgar Prieb. Ich wollte gerade gehen, da konnte ich die Veränderung deutlich auf dem Platze sehen. Die Mannschaft war verloren, bis du endlich dich erbarmst. Am Tag, bevor du kamst, du. Ooh.
Ja, das war das Lied für unseren neuen Trainer, für Daniel Stendel, zu dem Zeitpunkt noch nicht fix, aber mittlerweile wissen wir, Gott sei Dank, er bleibt uns erhalten und auch erhalten bleibt uns hoffentlich der junge Mann, der uns viel Freude gemacht hat, aber niemand konnte seinen Namen aussprechen, deswegen haben wir schnell für ihn noch diese Erinnerungshilfe für Sie zu Hause gemacht. Ich sah ihn an einem Freitag und mein Herz stand still. Sauer Saren, Ren, Saren, Ren, Ren. Man sagte mir, sein zweiter Name lautet Joel. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. Yeah, mein Herz stand still. Yes, his name was Joel. Und darum lernen wir. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. Er weiß schon, was er tut, dabei ist er ganz neu. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. Er ist noch ziemlich jung, aber hui, hui, hui. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. Yeah, er ist ganz neu. Yeah, hui, 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 hui. Und darum lernen wir. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. Der Stendel ist ein Spielen und wir finden's schön. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. Der Fronzeck und der Schaf haben ihn wohl übersehen. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. Yeah, zeigt uns das, was geht. Leider etwas spät. Und dann noch lernen wir. Saren, Ren, Base, Saren, Ren, Ren. So, für Saren, Ren, Base haben wir so noch ganz kurz die Schweinerückung ins Lied mit aufgenommen. Mareile, das war's ja schon. Fantastisch. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Wir hoffen natürlich auf einen grandiosen Wiederaufstieg. Wir hoffen, dich natürlich auch wiederzusehen in der neuen Saison. Dazu demnächst mehr. Zum Abschluss nur noch das Lied. Und das ist dann wirklich das letzte Lied, mit dem wir uns verabschieden. Das war der Club der Roten Dichter für diese Saison. Bleiben Sie uns gewogen. Nehmen Sie uns nicht übel, dass Sie heute nicht anrufen konnten, weil die Sendung, wie gesagt, aufgezeichnet war. Ich hoffe aber, dass Sie ein bisschen Spaß hatten mit unserem kleinen musikalischen Rückblick. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß, Mareile. Ich fand es wunderschön, wirklich im Ernst. Ja, das freut mich. Ich habe auch Lieder vergessen, aber ist auch egal. Wir haben jetzt eh keine Zeit mehr. Und deswegen kommt jetzt zum Abschluss nur noch unser jetzt schon Klassiker. Goodbye, erste Liga. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Wir haben uns stets bemüht, doch jetzt ist es soweit. Wir gehen dann mal kurz runter, hoffentlich nur für ein Jahr. Denn zum Glück ist jetzt erneut die Hoffnung da. Und wir dachten schon, die wären so blöd und schießen Stindel in den Wind. Stendel in den Wind, muss es heißen, nicht Stindel, Stendel. Doch sie merkten alles besser, als wenn Mirko kommt. Nur warum fällt den Bossen das so spät erst ein? Der Stendel brennt schon lang dafür, für unseren Verein. Oftmals war es hart, am Abgrund standen wir schon manches Mal. Mehrmals waren wir sogar weit drüber hinaus. Jetzt können wir schon mal testen, wie das ist, montags zu spielen und fast jedes Mal beim Sonntagsbrunch zu fehlen. Und wir dachten schon, die wären so blöd und schießen Stendel in den Wind. Wie erfrischend, dass nach Schaf im Schlaf mal einer brennt. Jetzt dürfen wir nach Braunschweig und Sandhausen fahren. Es ist schon fast, als wenn wir niemals weg gewesen wären. Und wir schauen mal, wie es weitergeht mit dem Stendel und dem Kind. Ob die Spieler auch demnächst wie ausgewechselt sind. Wir wären gern geblieben, doch es hat nicht sollen sein. Im Herbst bleibst du erstklassig, unser liebster Scheißverein. Das war der Club der Roten Dichter für die Saison 2015, 2016. Wir sehen uns wieder in der neuen Saison. Bis dann. Eine schöne Sommerzeit, eine schöne EM.